Mit den Bussen und Bahnen der VAG sollen alle gut fahren, auch Menschen mit Behinderung. Für sie kann der öffentliche Personennahverkehr ein Stück Selbstständigkeit bedeuten. Eine Möglichkeit, eigenständig mobil zu sein. Allerdings nur, wenn sie mit dem System vertraut sind und sich angstfrei in ihm bewegen können. Mein Name ist Zeitler, ich wurde schon öfters gefragt. Ich bin der Behindertenbeauftragte der VAG. Um Unsicherheiten abzubauen, haben die VAG, der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund und das Bildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte noch vor der offiziellen Eröffnung blinde und sehbehinderte Fahrgäste zu einem Sicherheitstraining am U-Bahnhof Friedrich-Ebert-Platz eingeladen. Der U-Bahn-Abgang geht parallel zum Gleis? Geht parallel zum Gleis, genau. Sie konnten das Gebäude von oben bis unten kennenlernen. An unterschiedlichen Stationen wurden ihnen das gesamte U-Bahn-Bauwerk und die neuesten U-Bahn-Züge der VAG erklärt und im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar gemacht. Ausgabe. Genau. Ziel war es, den Blinden und Sehbehinderten vorab die Gelegenheit zu geben, sich zu orientieren und ihnen alle relevanten Sicherheitseinrichtungen zu zeigen und ihnen somit Ängste zu nehmen. So stand unter anderem auch eine Begehung des Gleisbereichs auf dem Programm. Dabei wurde alles besprochen, was für einen Blinden oder Sehbehinderten wichtig sein könnte, wenn er einmal ins Gleis fallen sollte. Die genaue Lage der Stromschiene wurde ebenso besprochen wie die Funktionsweise des Bahnsteigsicherungssystems, das heranfahrende Züge bremst. Und die Langkuppelüberwachung. Diese verhindert ein Anfahren des Zuges, wenn jemand zwischen zwei gekuppelte Kurzzüge fällt. Auch den Sicherheitsraum unter der Bahnsteigkante konnten die Teilnehmer erkunden. Dorthin kann man schlüpfen, wenn man ins Gleis gefallen ist. Gerade weil man sonst nicht die Möglichkeit hat, ins Gleisbett zu gehen, war diese Station besonders gefragt. Aber auch die anderen Stationen kamen gut an. So konnten sich die blinden und sehbehinderten Fahrgäste mit dem Leitsystem am Bahnsteig vertraut machen, den Aufzug erkunden, der am Friedrich-Ebert-Platz erstmals in das Blindenleitsystem eingebunden ist, und auch die neuen U-Bahn-Züge mit all ihren Einrichtungen, vom Schiebetritt über die Türöffner bis zum Notruf, kennenlernen. Es ist nichts passiert, das ist eine Probe. Auch das taktile Leitsystem auf der Straßenebene stand auf dem Programm. Die Blinden und Sehbehinderten konnten alles Interessante und Wissenswerte ertasten und begreifen und bekamen Antworten auf ihre vielen Fragen und sind so dem Ziel, eigenständig mobil zu sein und zu bleiben, ein gutes Stück näher gekommen.